meiner Seite. Mein Name ist Lisa Christine Radke. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Schatzmeisterin im Kreisverband Haag und darüber hinaus bin ich stellvertretende Sprecherin im Bezirksvorstand Arnsberg. Ich gehöre auch der Jungen Alternative an. Dort bin ich Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Wir haben nicht nur im Laufe des heutigen Tages, sondern auch während der letzten Landeswahlversammlung zum Teil beeindruckende Reden gehört. Eine Illusion möchte ich Ihnen jedoch leider direkt vorwegnehmen. Wir werden im Land Nordrhein-Westfalen nicht die Welt verändern. Selbst unsere Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland sind eher mangelhaft. Was wir aber sehr wohl verändern können, sind die Zustände vor Ort, die Zustände in unseren Kommunen. Ich selbst bin Mandatsträgerin im Hagener Stadtrat, meiner Heimatstadt. Dort bin ich geboren, aufgewachsen. Heute studiere und arbeite ich dort. Vorige Woche haben wir während einer mehrstündigen Stadtratssitzung über den Haushaltssanierungsplan debattiert. Inhalte sind gewesen unter anderem die Erhöhung der Hundesteuer, Reduzierung der Gruppenplätze in Kindertagesstätten, die Vergrößerung der Intervalle der Straßenreisen. Diese Liste ließe sich jetzt noch beliebig weiterführen, aber ich denke, Sie alle wissen, worauf ich hinaus möchte. Den Kommunen in Nordrhein-Westfalen geht es sehr schlecht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nicht selten ist die Kommunalpolitik auch selber schuld daran, wie beispielsweise durch Missmanagement oder Fehlinvestitionen wie überdimensionale Schwimmbäder oder Prestigeprojekte. Häufig sind es aber auch die sozialen Leistungen, die insbesondere Kommunen in sozial schwachen Regionen zu schaffen haben. Ganz vorne dabei sind beispielsweise die KDU, die Kosten der Unterkunft. Auch belasten die sozialen Leistungen, die sich aus einem Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren ergeben. Während hier noch versucht wird, die laufenden Kosten zu decken, wartet schon die nächste Leistung auf Umsetzung, die Inklusion. Für Personal, Umbau und Ausstattung der Schulen müssen Kommunen in Deutschland 660 Millionen Euro ausgeben und das jährlich. Diese sozialen Leistungen haben sich die Kommunen allerdings nicht selbst gegeben, sie sind delegiert worden. Delegiert vom Land, vom Bund, von der Europäischen Union. Viele von ihnen sind selbst in kommunalen Parlamenten vertreten. Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass es angesichts solcher Pflichten immer schwieriger wird, überhaupt noch von einer kommunalen Selbstverwaltung zu sprechen. Um eben diese kommunale Selbstverwaltung vor finanzieller Aushöhlung zu schützen und gleichzeitig die Aufrechterhaltung einer Sozialpolitik zu garantieren, welche ohne Rücksicht auf die Kosten immer neuer Pflichten delegiert wurde, mittlerweile in allen flächendeckenden Ländern das Prinzip festgeschrieben, wer wird stellt, der bezahlt, das sogenannte Konnexitätsprinzip. Sowohl die Verantwortung einer Entscheidung als auch die Last der Finanzierung sollen somit in einer Hand liegen. Wenn ein Land seinen Kommunen eine bestimmte Aufgabe überträgt und dies zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Kommune führt, muss das Land gleichzeitig für finanziellen Ausgleich sorgen, indem es Bestimmungen über die Deckung der Kosten trifft oder den finanziellen Ausgleich selber bezahlt. Wollen Bund und Länder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz? Wollen Sie die Inklusion? Wollen Sie das zum Sozialleisten? Dann müssen Sie auch dafür bezahlen. Sie werden sich jetzt fragen, wo denn das Problem liegt, wenn es doch alles gesetzlich geregelt und in jeweiligen Landesverfassungen verankert ist. Ganz einfach, was sich in der Theorie immer ganz toll anhört, funktioniert in der Praxis leider nur mangelhaft. Tatsächlich entsteht eine Diskrepanz. Eine Diskrepanz zwischen nationalem Recht, welches eine angemessene Finanzierung der kommunalen Selbstverwaltung garantiert, und der Wirklichkeit. Denn Bund und Länder bestellen sehr wohl, ohne zu bezahlen. Juristische Finessen bei der Eingliederung in die Landesverfassung stellt den Bezug des Konnexitätsgebotes nur zu neuen Aufgaben her. Alle Aufgaben sind davon weitestgehend, alte Aufgaben sind davon weitestgehend unberührt. Auch auf den ersten Blick neu erscheinende Aufgaben schafft die Landesregierung als eine veränderte Version alter Aufgaben darzustellen. Und wenn das alles nichts hilft, dann genügt es darzustellen, dass diese Aufgaben gar nicht vom Land, sondern vom Bund oder auch von der Europäischen Union delegiert wurden. Wir, die Alternative für Deutschland, müssen als Einheit dastehen. Als Einheit im Bund, im Land und als Einheit in den Kommunen. Wir müssen uns klar positionieren.
gegen einen Sozialstaat, der auf Kosten der Kommunen Milch und Honig verspricht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, 5 Fragen zu stellen. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Ich habe mal die Frage, haben Sie Kenntnis darüber, ob bei Ihnen Risikogeschäfte getätigt wurden? Cross-Border oder diese hohen Zinsrisikogeschäfte? In der Kommune. Ja, ihr kennt das. Das ist tatsächlich passiert. Ich meine, das ist im Jahre 2013 geworden. Das ist leider noch vor der Kommunalwahl im Jahr 2014 geschehen, wo die Alternative für Deutschland in den Stadtrat in Hagen eingezogen ist. Somit ist alles passiert, bevor wir überhaupt die Möglichkeit hatten, uns dahin zu äußern oder zu positionieren. Die nächste Frage, bitte. Lücht, KV Duisburg. Frau Radke, wir haben ja bei den letzten Wahlversammlungen die Vorstellung von David Eckert gesehen. Und da kam aus dem Plenum die Frage, direkt von der Hochschule in die Landespolitik sei vielleicht nicht das, was wir uns bei der AfD vorstellen. Warum wollen Sie direkt in die Landespolitik und sich nicht erst um einen konkreten Beruf und dessen Ausübung konzentrieren? Danke. Vielen Dank für diese Frage, die ich sehr gerne beantworte. Ich bin nächstes Jahr fertig mit meinem Hochschulstudium. Darüber hinaus habe ich mir mein Studium selber finanziert. Das heißt, ich arbeite seit dem Jahre 2009, ich habe 5 Jahre Berufstätigkeit voll. Und dementsprechend sehe ich da keinerlei Problematiken, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns vielleicht auch darauf besinnen sollten, dass wir eine Volkspartei sind. Und die Jugend, gerade die Wähler zwischen 20 und 30, ja auch eine Gruppe ist, die wir versuchen zu erreichen. Und das gelingt uns nur, wenn wir sie auch tatsächlich vertreten.